Innovativ. International. Interreg. Innovativ. International. Interreg. Innovativ. International. Interreg. Interreg ist für mich die Vernetzung mit Partnerregionen von einer am Anfang relativ neutralen Ebene, dass man wirklich persönliche Kontakte entwickelt und beinahe europäische Freunde gewinnt, mit denen man tatsächlich dann Dinge verändern kann. Wenn ich jetzt nur als Innovationsagentur in Baden-Württemberg arbeite, dann fehlt mir oftmals so ein bisschen die Referenz. Wo stehen wir, wo stehen andere? Ja, und im Zeitalter der Bioökonomie, auf das wir jetzt zuarbeiten, ist eigentlich diese Vernetzung ganz wichtig. Und ohne Interreg würde ich so eine Vernetzung überhaupt gar nicht hinkriegen. Weil wo sollte ich hingehen? Ja, wenn ich alleine jetzt in irgendein Land reisen würde und würde da einzelne Firmen aufsuchen, das könnte ich überhaupt gar nicht schaffen. Aber über Interreg, mit den Clusterstrukturen, die wir da nutzen können, kriege ich also ein vorgelegtes Netzwerk, in dem ich ideal die Zukunft gestalten kann, was ich sonst nie schaffen würde. Mein Tipp ist, ganz offen auf die Personen, die in sozusagen so einem Interreg-Horizont als potenzielle Projektpartner zur Verfügung stehen, zuzugehen und sich auf ein gemeinsames Vielfaches zu einigen. Also einen ganz klaren Abgleich, wer erwartet was, ja, um dann zu sagen, so könnte ein Projektkonsortium für ein Interreg-Projekt aussehen. Und gemeinsame Ziele entwickeln. Das ist ganz wichtig, dass man von Anfang an weiß, was ist das Ziel und was kann man innerhalb dieser üblicherweise 30 Monate überhaupt schaffen. Also nicht überschätzen, aber auch mehr wollen, als man eigentlich denkt, dass man erreichen kann. Also Baden-Württemberg ist in dieser Struktur, so wie wir sie im Interreg-Raum leben, wie gesagt, sowohl Alpen- als auch Donauraum, gleicher unter gleichen. Ja, aber wir haben die Bioökonomie nicht erfunden, aber wir müssen sie jetzt erfinden, um die Klimaziele, die jetzt bis 2030 ja, oder 2050 gesteckt sind, überhaupt zu erreichen. Ja, und da hat jeder sozusagen seine Aufgabe, natürlich unterschiedliche wirtschaftliche Strukturen, aber so wie ein Land wie Rumänien oder Bulgarien in so eine Bioökonomie einsteigt oder so ein Beitrittskandidat wie Serbien, ja, sind wir auch dabei, die Bioökonomie für uns zu entwickeln.